Hallo meine Lieben, willkommen zu Fit and Food Style bei Linda und heute gibt es wieder ein Schwangerschaftsvideo von mir. Alles was du brauchst, eine Matte, dich selber und eine Menge Spaß und vorher hol dir auf jeden Fall das Go deiner Hebamme oder deiner Frauenärztin. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem Warm-up. Wir gehen auf der Stelle und die Arme schwingen locker am Oberkörper vorbei. Come on. Und Marsch. 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 Je nachdem, wie groß schon bereits dein Bauch ist, reduziere dann einfach die Belastung, wenn es dir einfach zu viel ist. Und Marsch. Ganz wichtig hierbei ist, bei dem Schwangerschaftsworkout, mach immer genau so viel, wie du noch reden kannst. Wenn du merkst, du kommst außer Atem, dann reduzierst du einfach deine Belastung. Denn wichtig ist, dass deine Herzfrequenz nicht über 145 kommt. Okay, und wir kommen in den weiten Stand. Und wir heben nochmal die Knie. Wenn dir das zu schnell ist, reduziere es ein wenig und marsch. Wir bringen uns schön in Bewegung, halten uns fit, machen uns stark, vor allem für die Zeit, die nach der Entbindung kommt, weil da brauchen wir jede Menge Power. Ich weiß, wovon ich spreche. Okay, und gib die Knie. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und komm zurück in die Ausgangsposition. Und wir verlangsamen ein wenig den Schritt. Die Füße heben sich nicht mehr ab vom Boden. Und locker Marsch. Und wir kreisen unsere Arme nach vorne. Jetzt sind 3, 2, 1. Und Richtungswechsel nach hinten. Und spüre richtig schön, wie die Schultermuskulatur arbeitet, sich langsam aufwärmt. Die letzten 3, 2, 1. Sehr schön. Und wir werden heute ein Ganzkörpertraining machen. Das heißt, wir aktivieren alle unsere großen Muskelgruppen. Wir kommen zuerst in unsere Ausgangsposition. Finde einen stabilen Stand. Wenn du willst, kannst du dich auch bei dieser Übung irgendwo auch festhalten. Ansonsten mach das einfach im Stehen, um deine Balance auch zu schulen. Denn gerade mit zunehmendem Bauch kann das schon mal sein, dass man so ganz leicht auch Balance-Schwierigkeiten hat. Okay, und hebe das Bein und komm zurück. Und streck und zurück. Heb an und zurück. Sehr gut. Wir arbeiten jetzt hier mit der Beinaußenseite, das sind die Abduktoren. Und ausstrecken und zurück. Rechtes Standbein, halt es fest. Ansonsten halte ich irgendwo an der Wand fest oder am Stuhl hoch. Und tief, sehr gut. Noch 5, noch 4, spann deinen Bauch an, deinen Rumpf an. 3, 2 und 1. Und komm zurück. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Komm in die Ausgangsposition, links ist Standbein und rechts löst sich ab. Und 10. Auch hier wieder. Versuche dich hier oben rum fest anzuspannen, vor allem in den Seiten, in der seitlichen Bauchmuskulatur. Die sollte man und darf man auch bewegen in der Schwangerschaft. Die geraden Bauchmuskeln versuchen wir weitestgehend mit zunehmender Schwangerschaft zu vermeiden. Okay, noch 4, 3, 2 und 1. Okay, super. Und Ausgangsposition. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und lass die Arme locker, kreise sie nach hinten. Okay, und dreimal nach vorne. Sehr schön. Gut, und wir kommen in den weiten Stand. Und machen kleine Squats von oben. Tief und hoch. Tief und hoch. Noch 5, 4, senk dich hinten ab. Gesäß geht nach hinten. Von der Seite. Noch 3, 2, 1. Beim nächsten Mal, das hältst du, nimm die Arme mit dazu und schwinge mit den Armen, so als würdest du mit den Füßen paddeln im Wasser. Und wieder tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Kleine Armarbeit eingebaut. Und tief. Und tief. Noch 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut. Und löst.
Nun kommen wir zu unserer nächsten Übung. Das sind die Ausfallschritte. Dazu drehe ich mich zur Seite ein. Das Becken geht gerade nach vorne. Und wir haben 90 Grad in den Kniegelenk und senken und beugen die Knie. Und wir halten das Ganze. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Schultern sind weg von den Ohren und tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Super. Tief. Und hoch. Noch 8. Noch 7. 6. Noch 5. 4. 3. 2. Und den letzten halten wir kurz und lösen. Sehr schön. Kommt zurück in die Mitte. In der Mitte nochmal 10 kleine von oben. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und wir drehen uns direkt zur anderen Seite. Und auch hier das Becken geht nach vorne, halte das. Und wir bilden 90 Grad in den Kniegelenken und beugen um die Knie und kommen tief, 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 tief und wieder hoch. Schultern sind weg von den Ohren und der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Come on. Noch 8. 7. 6. Hierbei ist das nicht wichtig, dass du ganz bis mit dem Knie den Boden berührst. Das brauchst du nicht. Nur so tief, wie du möchtest. Come on, die letzten 5, 4, 3, 2, schön. Und der letzte. Kurz halten, halten und lösen. Kommt zurück in die Mitte und wir schließen ab mit kleinen Squats von oben. Und auch hier wieder paddeln wir mit den Armen. Sehr schön. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, kommt schön nach hinten, das Gesäß geht schön nach hinten, 3, 2 und der letzte, halten, 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 lösen, sehr schön, wunderbar. Kommt zurück in die Ausgangsposition. Mit unserer nächsten Übung trainieren wir unseren Hüftbeuger und auch schulen wir auch gleichzeitig unsere Balance, damit du auch später mit zunehmender Schwangerschaft deine Balancefähigkeit auch behältst. Okay, komme in den leicht schulterbreiten Stand und du hebst das Knie auf 90 Grad. Parallel zum Boden befindet sich nun der Oberschenkel. Drehst nach außen und komme zurück in die Ausgangsposition. Ganz easy. Komm hoch, ganz sanft nach außen drehen und komm wieder tief. Schön. Noch 8 mehr auf der Seite. Super. Ganz locker. Hoch zur Seite und tief. Schön, spann dabei auch deinen Bauch an. Anspannen, anspannen und lösen. Super. Noch 5. Komm tief, tief, tief. Schön. Sehr schön. Und hoch. Come on. Die letzten 3. Öffnen, öffnen. Ja, gerade der Hüftbeuger wird auch, die Leisten werden auch sehr stark in Anspruch genommen während einer Schwangerschaft. Und der letzte. Okay. Schön. Und locker. Jetzt merkst du auch schon direkt, wie das hier gearbeitet hat. Ja, durch das Schwangerschaftshormon Relaxin wird unser Körper auch darauf vorbereitet, auf die bevorstehende Geburt. Und es sorgt dafür, dass sämtliche Bänder und Gelenke auch aufgelockert werden. Und gerade da muss man in der Schwangerschaft darauf achten, dass man ja, prophylaktisch vorgeht mit seinen Gelenken und alles auch sanft macht und auch ruhig trainiert. Und tief, genau. Das ist nun unsere rechte Seite, die wir jetzt schulen. Hoch, parallel zum Boden, zur Seite und tief. Schön. Komm hoch, zur Seite und tief. Mach das ruhig langsamer, wenn dir das zu schnell ist. Und tief. Hoch, zur Seite, tief. Schön. Noch 5 mehr davon. Super. Und 4. Und tief. Hoch, dreh zur Seite und komm wieder tief. Schön. Und spann wieder deine Bauchmuskeln an. Durch das Anspannen der Bauchmuskeln trainierst du automatisch deine Bauchmuskeln. Und ja, dadurch sorgst du auch, dass der Bauch besser getragen wird, dass einfach besser alles gehalten wird, dass der Bauch auch natürlich auch geschützt ist. Okay, und der letzte auf der Seite. Und langsam wieder absenken und lockern. Sehr schön.
Meine Lieben, wir kommen nun zur nächsten Übung und zwar ist das eine Rückenübung, um den Rücken auch zu stärken. Dazu brauchst du eine Kurzhantel, vielleicht 2-3 Kilo, wenn du hast. Ansonsten nimm doch einfach eine Wasserflasche und dann greifst du sie von beiden Seiten. So geht das auch. Okay, dazu geht das Gesäß ein wenig nach hinten. Die Schultern sind weg von den Ohren und die Arme, die streifen ganz eng am Oberkörper vorbei. Und dann ziehst du hinten die Schulterblätter feste zusammen und löst das Ganze. Okay, und wieder hoch, Schulterblätter fest zusammen und wieder tief. Mit einer Wasserflasche geht das genauso gut. Und hoch und tief, sehr schön. Und vergiss nicht das Ein- und Ausatmen. Und ausatmen, super. Hoch und tief. Von der Seite, das Gesäß geht leicht nach hinten und du ziehst das Gewicht nach vorne an den Bauch, oberhalb des Bauchnabels, je nachdem wie groß dein Bauch ist und wieder tief. Hoch und tief. Sei dabei sehr vorsichtig mit deinem Bauch und tief. Schön. Hoch, Schulterblätter eng zusammen und wieder tief. Sehr gut. Noch 5 mehr davon. Noch 4. Noch 3, letzten 2 und der letzte und langsam lösen. Dann zurück und nun aktivieren wir unseren Schultergürtel und je nachdem wie groß auch hier dein Bauch ist, pass bitte auf, denn wir streifen am Bauch eng vorbei bis auf Brusthöhe und senken das Gewicht wieder nach. Super, hoch, 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 halten und wieder tief. 3, 2, 1, wir halten das kurz und 3, 2, 1, wieder tief. Nochmal 3, 2, 1, wir halten und wir senken das Gewicht wieder ab. Ganz locker. Nice and slow und halten und senkt das wieder ab. Sehr schön. Hierbei achte darauf, dass deine Knie leicht gebeugt sind. Und wieder tief. Sehr schön. Noch 4 mehr davon. Super. Noch 3. Sind 2 und der letzte und nice and slow zurück. Okay, super. Kreis deine Schultern, leg das Gewicht zur Seite. Ja, meine Lieben, das war's auch schon von mir von heute. Wir kommen nun zum Cooldown. Dreh deine Daumen nach außen und nach hinten und die Schultern befinden sich weg von den Ohren und halte das Ganze. Und löse. Die Handflächen zeigen nach oben und wir strecken nun unsere Brustmuskulatur und halten. Zieh richtig schön die Schulterblätter zusammen. Und halten, halten. Das ist für eine sehr, sehr entspannende Übung. Und locker, weil das so gut ist und so gut tut. Gehen wir nochmal in diese Dehnung. Daumen zeigen auch nach hinten, Handflächen nach oben und halten. Und lösen, locker, locker. Kommen wir zum Gegenspieler der Brust. Wir kommen nun mit den Armen vorne über Kreuz und wir ziehen die Schulterblätter nun fest auseinander, weil wir die auch gerade fleißig trainiert haben. Und zieh sie leicht und aber beständig auseinander. Zieh sie nach vorne und halte die Dehnung. Kopf fällt zwischen deinen Armen. Und lockern. Sehr schön. Halt dich nun irgendwo fest. Oder mach es im Stehen und dann dehnen wir vorne den Quadrizeps, die vordere Beinmuskulatur. Knie an Knie und die Beine parallel. Und locker lösen. Stell dein Bein, dein Fuß vorne auf. Und komme tief mit dem Gesäß und halte das Ganze. Noch 3, 2, 1 und Seitenwechsel. Auch hier wieder der Quadrizeps. Knie an Knie, Beine parallel. Und langsam lösen wir die Dehnung auf und auch hier setzen wir die Ferse auf und das Gesäß geht nach hinten und halten und kommen wieder nach oben. Super, vielen Dank fürs Mitmachen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche dir für den Verlauf der Schwangerschaft alles Gute. Tschüss und bis bald.